Herzlich willkommen, meine Lieben, zur neuen Folge des Dualseelen-Glücksstern-Podcasts. Jetzt ist es endlich soweit. Heute kommt das Gefühlsklärer-Interview mit meinem persönlichen Seelenpartner. Bleib deswegen dran und lass dir unser Gespräch nicht entgehen. Willkommen zu deinem Dualseelen-Glücksstern-Podcast mit Melanie Bauer. Der Podcast für die Meilensteine auf deiner Dualseelenreise. Ja, und damit herzlich willkommen, Olli. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo an alle da draußen in der Welt. Hier ist euer Olli. Ja, ich finde es auf jeden Fall mega, dass wir jetzt dieses Interview machen können. Ich weiß, dass auch schon viele drauf gewartet haben, denn ich habe dich ja quasi jahrelang mehr oder weniger ja in meinen Dienst mit reingenommen als den Menschen, dem ich es zu verdanken habe, dass ich diesen Seelenpaarprozess machen durfte, konnte, musste, wie auch immer man das beschreiben möchte. Und dementsprechend bin ich ja heute in der Lage, auch andere Menschen auf ihrem Prozess zu begleiten. Und jetzt ist es aber natürlich für alle sehr, sehr interessant, einfach mal die andere Seite sprechen zu hören. Wer ist eigentlich dieser ominöse Mensch, wegen dem ich so gelitten habe, wegen dem ich all meine Wunden anschauen musste, wegen dem ich gelernt habe, wer ich eigentlich wirklich bin und was ich mir vom Leben wünsche? Ja, und da freuen sich jetzt bestimmt ganz viele drauf. Und jetzt wäre gleich meine allererste Frage an dich, weil ich weiß, dass es ganz viele total bewegt, die im Prozess sind. Zu meiner Zeit war es ja auch so, ich habe versucht, Kontakt zu dir aufzunehmen. Ich habe dir Geschenke geschickt, ich habe dir E-Mails geschrieben. Ich habe mir immer wieder irgendwas Verrücktes Neues einfallen lassen. Und ich habe aber nur ganz selten oder gar keine Reaktion von dir erhalten zu dieser Zeit. Was würdest du heute sagen, woran hat das tatsächlich gelegen? Hattest du kein Interesse an diesen Dingen? War das alles für dich nicht interessant? Oder war es vielleicht ein ganz anderer Grund, der da eigentlich wirklich dahinter steht? Wie würdest du das beschreiben? Ja, also da muss ich jetzt erstmal sagen, stopp, 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 weil das ist jetzt wahnsinnig viel Info hintereinander, weil du ja vorweggenommen hast, was du alles versucht hast, um mit mir in Kontakt zu kommen. Und das ist eigentlich eine Geschichte, die man aufbröseln muss, wirklich bis ins kleinste Detail, weil bis man irgendwann mal begreift, ja, was dort für Signale kamen oder in Anführungsstrichen für Hilferuf oder was auch immer, ist es eben ein langer Weg bis dahin, ja, und den ich in dieser Form überhaupt nicht so empfunden habe, ja, und jemals gedacht habe, dass da zwischen uns beiden eine echte Verbindung ist, ja, das brauchte auch sehr viel Zeit. Allerdings auch habe ich viele Zeichen gar nicht gesehen. Ja. Ja, warum? Weil ich natürlich sehr mit meinen eigenen Dingen beschäftigt war und diese Dinge, so wie du sie beschreibst, kamen nie so in dieser Authentizität bei mir an. Also hier ist ganz klar anzumerken, dass es also die Mühen, die du dir gemacht hast, ne, die fanden in deiner Welt statt. Ne, in deiner Gedanken-, Fantasiewelt oder Geisteswelt statt. Die fanden nicht in meiner Welt statt. Ja, und die Dinge, mit denen du versucht hast, mit mir in Kontakt zu kommen, die müssen nicht unbedingt für dem anderen sehr ersichtlich sein. Ja. Ja? Und in meinem Fall habe ich erstmal überhaupt gar nicht geschnallt, das sage ich ganz ehrlich. Was willst du von mir, sage ich jetzt mal so als Rheinländer. Ja, ja. Was kommt da jetzt rüber? Ne? Zumal muss man natürlich erzählen, wie wir uns in der Vergangenheit kennengelernt haben. Mhm. Ja, und das war ja, es hat auch was damit zu tun, dass ich schon ein bisschen älter bin als du. Ja. Ne? Und es hat natürlich auch was damit zu tun,
dass wir uns auch in so einer Art ja, Schüler-Lehrer-Konstellation begegnet sind. Genau. Und dein nach Jahren späteres, ja, sag ich mal, Melden, wie auch immer jetzt, mit auch was auch immer für Versuchen, war für mich nicht am Horizont ersichtlich, dass da erstmal tiefergehendes von dir ja, oder in dir vorging oder was auch immer, sondern einfach nur erstmal, ja, da ist so eine alte Bekannte, eine Schülerin wohlgemerkt, ja. Die auch was jünger ist, ja, die sich wieder gemeldet hat und eben auch sehr viel hervorgehoben hat, wie wichtig ist, ich in ihrem Leben bin aufgrund meines Wissens. Ja, ja, so, genau. Das kam sehr oft hervor. Und da kam eben so, ja, da war so erstmal so für mich die Botschaft, weil man muss dazu sagen, ich war zu der Zeit in meinen Abenteuern verstrickt. Und die waren auch schon, ja, weiß nicht, ob man darüber ein Buch schreiben kann. Auf jeden Fall waren sie für mich schon sehr ja, arbeitsintensiv, sag ich mal, auf allen Ebenen. Ja, und da kam dann plötzlich von der Seite, ich sag jetzt mal so imaginär, so Briefchen in den Postkasten, also so Zeichen, die mich natürlich irgendwo berührten, die ich auch sehr nett fand. Und gerade ja, mit den Dingen, die so in meiner Vergangenheit abliefen, waren das eigentlich, ja, war das natürlich ein schönes Gefühl. Das kam auch schon von vornherein rüber, ja, dieses Gefühl, oh, da denkt jemand an mich aus der Vergangenheit. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, sehr viele, und habe auch mit sehr vielen Menschen auch gearbeitet, auch begegnet, natürlich Bekanntschaften und natürlich auch Liebschaften und so weiter und so fort. Ne? Und da ist es dann auf einmal ein schönes Gefühl, wenn sich eine Stimme aus der Vergangenheit meldet, von dem man jahrelang nichts mehr gehört hat. Ja, und da kam eben ein Brief an, der eben ja sehr positiv schrieb über mich oder auch über unsere Beziehung und so weiter. Ja. Aber es war vorsichtig formuliert. Oh, ja. Es war sehr vorsichtig formuliert und ich konnte aus diesen Botschaften jetzt nicht herausfinden, da ist jemand, der wirklich ein Auge auf mir hinterhergeworfen hat, um es mal so zu sagen. Oder zwei oder drei. Oder zwei oder drei, jedenfalls ne, war das aus diesen ersten Botschaften nicht wirklich ersichtlich. Ja, das ist also, weswegen ich dort, ja, ich habe mich gefreut, um Gottes Willen, ja, also ich habe mich sehr gefreut darüber, ja, also merkte auch, dass du so ein bisschen, ja, ich sag mal eher auch meinem Selbstwert, oh, das tut mir gut, ne, dass jemand, der nach Jahren immer noch irgendwo an mich denkt und sagt, was ich für Qualitäten habe und so, das tut natürlich jedem gut, auch im Selbstwert. Aber jetzt so richtig zu glauben, da ist jemand, der eine ganz, ganz, ganz tiefe Verbindung auf allen Ebenen zu mir hat, ja, das kam zumindest für mich. Ja, vielleicht bin ich auch ein Ochse, ja, sag ich mal, oder nee, Ochse deswegen in dem Moment, weil ich ne, auch eben sehr mit anderen Dingen beschäftigt war. Ja, also das war, es kam da so viel aufeinander, das könnte jetzt Abende füllen. Ja. Ja. Die ganzen Umstände und da kamen dann plötzlich diese kleinen weißen Tauben reingeflattert. Ja? Aber das ist mit den versteckten Herzchen, die aber nicht zu sehen waren. Das ja? ist sehr spannend, was du jetzt beschreibst. Also würdest du quasi als Quintessenz rübergeben, dein dich nicht melden deinerseits lag jetzt nicht daran, dass du ein negatives Gedankengut mir gegenüber hattest oder mich überhaupt nicht mochtest oder kein Interesse an mir hattest. Nein, überhaupt sondern nicht. Dass es eher ein Kommunikationsproblem meinerseits und die Lebensumstände waren, die letztendlich dazu führten, dass es eher einfach nicht ins Fließen kam. Kann man das so in Worte fassen? Quasi. Ja, wie gesagt, du hast dich damals eher, ich sag mal, wie eine ehemalige Schülerin gemeldet. Ja. Ne? Und du hast in aller Hauptsache vorgegeben, dass es schön ist, dass ich in deinem Leben wäre, weil du unwahrscheinlich genau. viel von mir gelernt hast. Ja, das ist ja? spannend, weil ich so. Hatte ja große Angst
vor einem Nein. Nein, ich will dich nicht in meinem Leben haben, geh wieder weg. Aber das ist ja, und das ist ja die Grundangst von uns allen, ja, ne? Und diesen Korb zu kriegen. Deswegen bin ich ja nicht so deutlich geworden, weil ich habe mir gedacht, riskiere weniger, dann wirst du nicht gleich geköpft, so ungefähr. Und näher dich vorsichtig an, dann wirst du nicht gleich gehauen. Also nicht, dass ich dich als aggressiv empfunden hätte, gar nicht. Eher so als so klar, dass du ganz klar vielleicht gleich gesagt hättest, nee, dich will ich in meinem Leben eigentlich nicht haben. Vielleicht lassen wir das lieber. Und davor hatte ich wahnsinnige Angst. Was für mich jetzt sehr spannend ist, ist, das zeigt wieder den Prozess, weil ich musste wirklich meine Angst überwinden. Das hat quasi der Umstand gefordert, damit wir quasi zusammenkommen konnten. Ohne das ging es nicht. Und das ist jetzt total interessant, dass du das jetzt so wiedergegeben hast. So auch für die da draußen, die sich auch fragen, warum meldet er sich nicht? Mensch, wir haben doch so ein tolles Gespräch gehabt und jetzt ist er auf einmal wieder weg, du liebe Zeit. Ja, magst du vielleicht mal irgendwie beschreiben, so als Mann, der du bist, was wäre dir wichtig, vielleicht mal den Frauen zu sagen zum Thema Kommunikation mit Männern und Frauen? Was können Frauen in der Kommunikation vielleicht besser machen? Und wo glaubst du, liegen vielleicht die größten Missverständnisse zwischen Männern und Frauen? Wo vielleicht gar kein Problem ist, die Frau aber vielleicht eins zu sehen glaubt. Oder auch umgekehrt, ja, dass es deswegen zu diesen Verhakelungen kommt. Kannst du dazu vielleicht bei deine Sichtweise darlegen, das wäre sehr, sehr spannend. Also von der Seite her kann ich nur sagen, dass es hier denn jetzt bei dem Podcast den Rahmen sprengen würde, weil es ist ja auch spezifisch. Ne? Ja. Es kommt auf die Situation an und in meinem Falle, wovon ich jetzt erstmal reden kann, klar, man kann also auf jeden Fall auch mal das Thema Männer und Frauen mal ansprechen, weil das ist ja ein Buch mit 7 Siegeln, was Kommunikation angeht. Ne? Also da könnte man mehrere Podcasts draus machen. In meinem Falle war ich wirklich sehr beschäftigt, beruflich, ja, beziehungsmäßig auch damals. Also das war ein Hin und Her. Und da ist das so zwischen reingekommen, so unter dem Motto, sie haben Post. Ja, so und also von links außen, ja, also etwas, was erstmal so ganz unscheinbar wirkte in diesem Meer von Dingen, in dem man selber war, ja, also ja. Einmal auch diese räumliche Trennung, dann ne, beruflich bei mir, ja, was ich eben, also ich habe halt eben auch sehr viel Saisonarbeit gemacht, ja, oder ja. Ich arbeite intensiv in der sogenannten Sommersaison und da kam genau in dieser Zeit dieser Brief an, wo ich überhaupt auch arbeitstechnisch gar keine Zeit hatte, mich dem adäquat zu widmen. Und nicht mal eben einfach nur, ne, bla bla bla, ne, ja, mir geht's gut und so weiter. Mir war diese Nachricht, die da kam, die war mir schon wert, um Gottes Willen, ja, aber ich hatte nicht die Zeit, adäquat zu antworten. Und ich bin jemand, der, wenn mir ein Mensch entgegenkommt, wo ich das Gefühl habe, da ist eine Resonanz, da ist irgendwas und so weiter, schon eine wirklich adäquate Antwort zu geben und nicht nur so ein Dahinhergebrabbel, um diese Geschichte ne, zu den Akten zu legen. Genau. Ne? Und so hat dann dieser Brief im Grunde genommen, ja, er ist halt eben gelesen worden, er hat auch was in mir bewegt, aber die ganzen Umstände, in denen ich war, ja, die waren eben so unter Motto, ja, ich würde echt gerne darauf wirklich genauer eingehen, wenn ich die echte Zeit dafür habe. Ja, wenn ich die echte Energie dafür habe. Also ich habe sofort gemerkt, dieser Brief ist was Besonderes. Ja, und trotzdem ist er liegen geblieben, weil immer, wenn ich an ihn dachte, naja, das schiebe ich auf, weil das ist mir wichtig. Ja, und da will ich gut antworten. Ja, ja, wertvoll antworten. Ja, so, dann passierten aber die Lebensumstände, dann passierte das, dann passierte jenes. Wie gesagt, man kann da noch drauf eingehen und weil du jetzt auch drauf ansprichst, was kann ich da sagen, ne, in Kommunikation mit Männern und Frauen, was man besser machen kann, da will ich jetzt so in der Form nicht drauf eingehen, weil das eben auch ein sehr breites Spektrum ist.
Ne, ja. Weil man muss es immer, und das ist eben das, was ich jetzt persönlich auch als Lehrer sage, dass jeder Fall individuell ist und einzigartig. Absolut. Und ich bin jemand, der eben zum Beispiel gegen die Standardisierung ist. Ja, die Standardisierung, wie es die Schulmedizin oder eben auch die Psychologie gerne hätte. Ja, entschuldigen, wenn ich das so sage, aber davon halte ich gar nichts, weil jeder Fall ist individuell und einzigartig. Ja. Und der muss auch dementsprechend in dieser Einzigartigkeit beleuchtet werden. Deswegen zu sagen, oh, es gibt die Schublade Mann und es gibt die Schublade Frau und so weiter, das funktioniert so nicht. Ja, deswegen, da müsste man tiefer reingehen. Ja, man kann natürlich irgendwie Beispiele nennen, aber das würde jetzt in diesem Podcast den Rahmen springen. Da würde ich gerne in Zukunft öfter drauf eingehen. Ja, ne, und das einfach mal vorweg gesehen. Also klar, die Kommunikation zwischen Mann und Frau, auch gerade jetzt im modernen Zeitalter, ist eine ganz spezielle. Ja? Ja. Man könnte vielleicht sogar, sag ich mal, in der Psychologie, muss man sozusagen einen speziellen Beruf dafür machen. Ja? Ja, sag ich mal, ne? Weil das ist auch schon, gerade jetzt, also ich betone im neuen Zeitalter, ne, weil sich ja auch die Rollen von Mann und Frau ja drastisch verändert haben in den letzten 150 Jahren. Mhm. Ne, und wie gesagt, das ist eine individuelle Geschichte, auf die ich aber in Zukunft auch gerne mal eingehen möchte oder sie vertiefen möchte mit dir. Ja, ich denke, was man vielleicht als Quintessenz, als kleinen Hinweis, so den Frauen hauptsächlich, weil wir ja hauptsächlich weibliche Hörerinnen haben, vielleicht aus deinen Worten mitgeben kann, oder aus dem, was du uns jetzt dargelegt hast, ist, nehmt nicht alles so persönlich, was euch jetzt gerade im Verhalten des anderen missfällt. Es geht nicht immer gegen euch. Es hat nichts damit zu tun, dass ihr nicht gemocht werdet, sondern meistens sind die Gründe ganz, ganz woanders. Ja, das ist eben genau das, wo unsere Geschichte oder wo man diese ganze Sichtweise mit unserem Fall auf jeden Fall untermauern kann. Es hört sich vielleicht blöd an, aber wir nehmen uns oft selber sehr zu wichtig. Ja, ja? Absolut. Wir sind also, klar, natürlich, wir sind in unserem eigenen Universum, wir sind in unserer Fantasiewelt, ja, wir sind in unserem, wie sagt man im Anglizismus, wir sind in unserem eigenen Brainfuck, obwohl ich jetzt Anglizismen nicht so gerne oft benutze, aber das ist eben das Hauptproblem, ne, dass der Fokus oft auch bei den anderen oft in so unterschiedlichen Richtungen ist, dass man oft jemand, ich sag jetzt mal im Sinnbildlichen, sagen muss, ey, dreh dich doch mal 90 Grad. Genau. Ja, und dann dreht er sich und sagt, oh, ach du Schande, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, ja. So, ne? Obwohl gefühlsmäßig oder was auch immer alle möglichen Ebenen komplett stimmen, ja, war der Fokus in dem Zeitraum einfach nicht darauf gerichtet. Und dadurch, dass wir uns ja alle immer mit unserem kleinen Ego, oft als, wir sind ja für uns persönlich das Zentrum des Universums, klar, ja, aber eben die anderen haben ja auch ihr Zentrum des Universums und der ist nicht immer so, wie man es schon so schön sagt, ne, ein Instrument, gestimmt ist. Ja. Ja, und ein Orchester muss ja auch, da müssen alle Instrumente aufeinander abgestimmt sein, sonst hört sich das ja furchtbar an. Ne? Und so ähnlich kann man das auch in diesen Konstellationen sehen. Ja? Absolut. So, und wie gesagt, wir legen dann viele Sachen auf die Goldwaage, weil der andere, das Gegenüber, hat das jetzt nicht so gesagt, wie gerne das Universum von mir es hören möchte. Ja, und schon ist bei einem gefühlsmäßig der Haussegen schief. Und das ist einfach Quatsch. Ja, um es mal so zu sagen. Ja, das ist einfach, das ist nicht realistisch. Ne? Es ist nur in dem Moment aus der Perspektive von mir mit den dementsprechenden Empfindungen in meiner Konstellation, der Neigung auch oder der Wahrnehmung, in dem Moment einfach falsch. Ja? Um es mal so auszudrücken. Und es ist jetzt nur angerissen, das Thema. Ja. Aber grandios tatsächlich, weil
Damit haben wir heute schon etwas rübergebracht, was mir eben ganz, ganz wichtig war, nachdem ich mich ja dann mit dir aussprechen konnte und die Dinge im Nachhinein verstehen durfte, habe ich so viel gelernt darüber, was eigentlich ein Seelenpaarweg tatsächlich ausmacht und wie viele Hindernisse tatsächlich einfach das Leben selbst mit sich bringen kann, für die beiden Menschen im ersten Moment eigentlich gar nichts können, wo es dann am Ende wirklich nur um die Frage geht, wie organisieren wir das jetzt anhand der Umstände, die wir haben. Ja, und jetzt mal im Nachhinein betrachtet. Es war ja für dich jetzt erstmal nicht unbedingt so das große Bedürfnis da, dich so intensiv bei mir melden zu müssen, wie ich das bei dir gemacht habe. Ich war ja eine typische Loslasserin, die unbedingt haben wollte, haben wollte, haben wollte. Und du hast mir ja den perfekten Rahmen dafür gegeben. Und deswegen habe ich jetzt eine ganz, ganz spannende Endfrage an dich. Empfindest du uns beide denn ebenfalls als Seelenpaar, so wie ich das tue? Wie würdest du das in Worte fassen? Ja, also da kommen wir wieder an das Problem, ja, also dieses zwischen Männlein und Weiblein. Männer haben mit so einer Spezifikation, oder wie sagt man das, eben aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung her Probleme, dass Dualseelenpaar und die eine und der eine, also ich habe damit zumindest so meine Probleme. Es hat aber auch was mit den Lehren zu tun, mit denen ich also auch in die ich mich hinein vertieft habe oder auch denen ich mich konfrontiert habe. Was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, es ist eine kosmische Geschichte, die wir beide als Paar haben, die sehr intensiv ist und die ich vorher so noch nie erlebt habe. Ja. Ja. So dieses, bei Männern ist es eben so, sozusagen, das ist die Dualseele, das ist die da oben auf dem Thron für immer und für ewig und so weiter und so fort. Und irgendwie haben da Männer, glaube ich, so ihre Probleme mit, ja, um das mal so auszudrücken. Aber das, was du da gefragt hast, das ist schon etwas ganz Besonderes, was ich vorher in meinem Leben so noch nicht erlebt habe. Und man kann das als echte kosmische Verbindung als Paar sehen. Und ich freue mich darauf, noch tiefer mit meiner Partnerin in dieses Thema hineinzukommen und es wirklich voll und ganz durchwirken zu können. Ach, wundervoll. Ja, ich würde sagen, das waren jetzt ganz, ganz herrliche Schlussworte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Bereitschaft, heute mit mir dieses Gespräch zu führen für alle da draußen. Ja, und ich würde sagen, damit seid gespannt auch auf die nächste Folge. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wir werden gemeinsam diesen Podcast weiterführen. Das war also nicht das letzte Gespräch von uns beiden. Und damit entlasse ich euch in eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Geht durch euren Prozess weiter. Habt ganz, ganz viel tolle Energie um euch herum. Alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.